Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner, hier bei Partisans 1941. Euer Tastenhauer meldet sich zurück und entschuldigt nochmal beim letzten Mal das abrupte Beenden der Folge. Es kam hier ein Paket an, das musste ich unbedingt annehmen. Deswegen habe ich nach, 22 Minuten oder so dann auch die Folge direkt mal beendet. Das passte ganz gut. Wir waren hier stehen geblieben und haben jetzt noch lokale Gerüchte zu lesen. Grauenhafte Gerüchte machen die Runde, seit Zobel das Gefängnis hier übernommen hat. Also es scheint irgendwie so eine Art neuer Kommandant oder so zu sein. Trägt ja auch einen deutschen Namen. Mal gucken, ob der hier vielleicht neue Methoden anwendet in der Partisanenabwehr. Das klingt mir ja fast so. Gut, schauen wir mal an, was hier für eine Geschichte erzählt wird. Плохие новости. Волкову на мосту подорвались эсэсовцы. Все погибли. Так это же здорово. Значит, мы своим примером вдохновили кого-то на борьбу с оккупантами. Не вижу причин унывать. А ты подожди пару дней, пока от деревни головешки останутся. Глядишь, и для уныния, и для праведного гнева повод появится. Вот и я боюсь. Якбы фашисты не відігрались на местных. Эсэсовцы за своих люто мстят. Если что, мы придем людям на помощь. Держите нас в курсе. Okay, also es wird wohl jetzt mit einer auf eine Auseinandersetzung mit der SS hinauslaufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Da hat wohl jemand trittbrettfahrermäßig ebenfalls noch eine Aktion vollzogen. Verzeiht, ich habe mein Mikro versehentlich hier gehauen. Gut, was können wir jetzt heute machen? Erneut eine Propagandamission. Naja, die Erfahrung ist relativ gering. Schauen wir mal. Dann gibt es schnelle Reaktionen. Da ist immerhin eine hohe Grundwahrscheinlichkeit, Ausgangswahrscheinlichkeit drin. Aber nur 250 Erfahrung. Das ist ziemlich wenig. Ein Überfall gibt etwas mehr Erfahrung und auch ein bisschen Munition. Das könnte interessant sein wegen der 9mm Munition. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Dann haben wir hier noch einen Hinterhalt. Da gibt es Granaten, die brauchen wir jetzt am wenigsten. Ein LKW-Konvoi. Also nicht so die interessantesten Sachen. Diese hier fände ich noch eigentlich mit am interessantesten. Und diese hier vor allen Dingen wegen der Munition. Aber da müssten wir schon gucken, dass wir eine Menge Leute einsetzen. Wie sieht es denn aus mit unseren Erfahrungspunkten? Ich gehe nochmal durch. 963, 1304, 390, 3404. Also der Kommandant muss eigentlich nirgendwo mehr hin. Der ist schon weit voraus. Sanyok 1286. Morozov auch wenig, 585 nur. Und Fetisov 1072. Also Morozov und Bielazarova sind am wenigsten mit Erfahrungspunkten bisher ausgestattet. Und danach kommt Trofim und Fetisov. Dann lass uns doch mal gucken hier, ob wir da vielleicht, ich glaube den Hinterhalt, Das ist alles nicht so schön. Nee, wer war das? Da gehen wir bei 75%. Das ist ein Risiko, aber ich gehe es jetzt mal ein für 350 EP. Und ich glaube, dass wir dann auch noch, das war die Mission, dass wir die eher auslassen. Wobei, wir haben ja 4 Leute übrig. Man könnte jetzt fast schon vermuten, was passiert, wenn wir hier einen reinnehmen. 50%. Denn die Mission, nein, das war die, die wir schon hatten, die Mission hier, könnte man natürlich auch nochmal anpeilen, aber die wird natürlich dann, tja, bei 75%, bei der Mission hätten wir dann höchstens noch 50%, und die EP brauche ich eigentlich auch nicht, ich glaube, das mache ich nicht, den lasse ich auf, dann kann der noch ein bisschen Nahrung wenigstens organisieren hier. Ich denke, das ist ganz okay. Jagen. Wolfsfallen graben. Na, 10 Nahrung ist jetzt nicht so viel. Angeln gibt ja 15. Hühnerhaus auch. Ja, das bringt sonst alles nicht so viel, ne?
würde ich sagen, wir sammeln einfach mal wieder Eier im Hühnerhaus ein. Dann verlieren wir ein bisschen Nahrung diesmal, aber ich glaube, das kann man riskieren. Dreiviertel Chance bei beiden Missionen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt hier oder ob sich das ausgeht. So, da kommen sie zurück. Es gab auf jeden Fall irgendeinen Erfolg, aber wir gucken uns das jetzt nochmal ganz genau an im Bericht. So, Hinterhalt war erfolgreich. Granaten, Betäubungsmittel und 350 Erfahrung. Den LKW-Konvoi haben wir überrumpelt. Sehr gut. Das Hühnerhaus, klar, wir haben Eier aufgesammelt. Leider hat der Überfall nicht geklappt. Es lief nicht so wie geplant. Der Feind hat uns leider zurückgeschlagen. Wir müssen uns in den Wald zurückziehen. Tja, leider keine Munition. Das ist natürlich schade. Es wäre sogar wichtiger gewesen als das andere. Na gut. So, mit allen Mitteln. Es ist Missionstag. Warum ist denn hier... Ach, die drei sind hier eingesetzt und ich kann die nicht verändern. Okay, das hören wir uns gleich nochmal an. Was wir dann mit den anderen machen können, müssen wir uns jetzt erstmal überlegen. Wir können nur das Übliche machen. Tja, dann würde ich sagen, Sanyok geht mal angeln. Morozov holt Eier aus dem Hühnerhaus. Ja, und Valja könnte ein bisschen Holz fällen wieder. Das fände ich eigentlich auch mal sinnvoll. Und Trofim könnte vielleicht ein bisschen Essen räuchern. Oder der baut irgendwas. Das könnte er natürlich auch mal machen hier. Wo war das? Bei Werkstatt, ne? Schmerzmittel haben wir, glaube ich, recht wenig. Könnte man auch machen. Oder man baut mal eine selbstgemachte Granate. Wobei, wir haben so viele Granaten. Da würde ich eher eine selbstgebaute Mine eigentlich mal probieren wollen. Komm, das ist doch eine Aufgabe für ihn. 25 Vorräte, die können wir gut einsetzen dafür. Machen wir das. Okay, alle Aufträge sind schon mal vergeben. Dann hören wir uns mal hier die Geschichte an. Все обернулось даже хуже, чем мы ожидали. Волкова немцы. А вместе с ними клятый гестаповец Зомель. Он главный фашистский палач. Про него таке рассказывать, что волосы дыбом становятся. Командир, вы вчера говорили, что мы защитим местных. Кроме нас им никто не поможет. Я от своих слов не отказываюсь. Но противник опасный, поэтому спрашиваю. Есть добровольцы? Так точно. Запишу на свой счет еще одного гада. Посмотрим, кто первым до него доберется. Okay, die beiden haben sich also als Freiwillige gemeldet, deswegen sind die hier, tja, eingestellt für die Mission. Wunderbar, wir haben alles vorbereitet, dann gehen wir auf die Mission. Diesmal müssen wir auch keine Leute auswählen, die sind ja schon alle fest. Gut. Okay, also Kommandant Sorin geht mit Fetisov und Bielazerova hier in die Mission. Es gibt noch keine Informationen bei zusätzlichen Informationen. Das ist natürlich interessant, wir sollen alle Städter retten. Und es steht hier nochmal die Beschreibung drin. Genau wie Vasili Gavrilovic befürchtet hatte, haben die Faschisten eine Einsatzgruppe entsandt, weil wir die Brücke in Volkovo mitsamt dem SS-Konvoi, also es war doch unsere Aktion, in die Luft gejagt haben und keine Trittbrettfahrer-Geschichte. Ja, und dieser Gestapo-Chef Zobel wird die Operation persönlich leiten. Wir müssen die Dörfler retten und den Vollstrecker der Faschisten ausschalten. Mutiger Plan. Mal sehen, ob uns das gelingt. Das wird bestimmt keine einfache Mission mit dem Titel Dorf, ganz simpel tituliert. Schauen wir uns das doch mal an. So, ach, es geht gar nicht mit Intro oder so los. Gucken wir uns mal die Karte an. Gelange ans andere Ufer. Rette alle Städter und alle Dörfler müssen überleben. Oh Gott. Interessant. So, Fertigkeiten kennen wir ja schon. Wir sind hier der Messerwerfer. Der hier ist schon ziemlich guter MP-Schütze mit seiner Spezialfertigkeit Lange Salve. Und sie hat ja diese Pistolenfertigkeit. Wie viel Munition? Er hat 32 und 100 Reserve. Er hat 7 Schuss und 29 Reserve, aber wird hauptsächlich mit dem Messer vorgehen. Und sie wird erstmal ihre Pistole laden. 8 Schuss, 42 in Reserve. Das sieht alles ganz gut aus. Wir haben einige Granaten dabei. Sogar eine AP-Mine. Wir haben Steine noch dabei. Tabak zum Ablenken von Hunden. Wir hätten auch noch Flaschen dabei. Also
eine Menge gutes Zeug und auch noch das Gewehr bei ihm als Reserve. Okay. Und da steht irgendjemand, mit dem wir uns bestimmt gleich unterhalten können. Bitte. Schauen wir uns das mal genauer an hier. Капитан Зорин. Мы с вами знакомы, комиссар. Никитин. Вы нас ждали? Нет, но я был на 90% уверен, что вы здесь появитесь. Ага. Сдается мне, что это вы подорвали солдат на мосту. Я уже давно охочусь на Зобеля. Нужно было выманить лису из норы. А о том, что будет с местными, вы не подумали? Как я уже говорил, я рассчитывал на ваше участие. Мы пришли спасти жителей и уничтожить гестаповца. Именно в таком порядке. Зная вашу репутацию, это я тоже предвидел. Фашисты собрали жителей у моста. Думаю, вместе у нас хватит сил их отбить. Oha. Das wird ja keine leichte Aufgabe, das sage ich euch gleich. Okay. Ah, er ist jetzt ein neues Mitglied hier. Hat auch eine Pistole. Können wir gleich mal nachladen. Ja. Interessant, das ist jetzt so ein Kommissar. Der hat auch nur die Pistole und ein bisschen was dabei. So, ich gehe mal bei Fähigkeiten hier rein. Da müssen wir ihm jetzt noch Fähigkeiten zuteilen. Da bin ich mal gespannt, was er denn so kennt und hat. Den könnte man auf Pistole und MP skillen bei den Waffen. Er könnte sich hier tarnen oder beziehungsweise lautloser bewegen. Und ein Körperschild nehmen. Der Partisan nimmt einen Feind als menschlichen Schutzschild und erleidet keinen Schaden mehr. Er fordert eine Pistole. Das ist halt schon krass. Okay. So, dann kann er auch hier Minenräume irgendwann bekommen. Er kann hier zum Nahkämpfer ausgebildet werden. Und er kriegt irgendwann die Fähigkeit Massaker. Tötet mehrere Feinde in Reichweite. Er fordert ein Messer. Wie mehrere Feinde in Reichweite töten. Aber da ist ja nur einer abgebildet. Komisch. Und die ist auch irgendwie begrenzt, die Fähigkeit. Hm. Also er hat eine Pistole dabei und würde auch hier bis zu Pistole 3 ausgebildet werden können. Ich fände bei ihm... Was fände ich wichtig? Also lautloses Bewegen fände ich wichtig. Massaker auf jeden Fall auch. Dieses Körperschild. Uff, ob ich das jetzt so häufig einsetze, weiß ich gar nicht. Ob das überhaupt sinnig ist, kann man sicherlich probieren. Hm. 7 Fertigkeitenpunkte haben wir mit ihm. Was ist das hier? Das ist Konstitution. Rennen kostet weniger Ausdauer. Naja. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, dass so sinnvoll ist. Bei MP, da drücke ich mich so ein bisschen vor, weil die halt so hohe Munitionsverbräuche haben. Also ich denke, wir nehmen auf jeden Fall mal Körperschild. Wir nehmen mal Nahkampf 1. Ja, und dann müssen wir ja eine der 3 Fertigkeiten nehmen. Und ich denke, lautlos bewegen klingt gut. Dann wollten wir auf jeden Fall diese Massaker-Fertigkeit, die klingt interessant. Jetzt hat er noch 3 Punkte übrig. Wir können jetzt hier auf Pistole gehen. Aber ich will auf jeden Fall hier, dass der noch ein besserer Nahkämpfer wird. So ein bisschen vergleichbar mit Sorin. Das Minenräumen finde ich jetzt nicht so ultra spannend. Dann gehen wir bei ihm mal auf Pistole... 1, eventuell noch auf Deckungswissen. Erhöht den Verteidigungsbonus in Deckung. Ja. Oder nimmt man jetzt noch die Pistolenfertigkeit, dann zielt er halt ein bisschen besser, ne? Andererseits will ich schon, dass die Leute recht lange überleben, wenn sie denn in Deckung stehen. Ich glaube, ich nehme die Deckungsfähigkeit hier. Gut. Dann kann er demnächst auch von hier unten Sachen auswählen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Alles klar. Haben wir das auch schon gemacht? Dann braucht er auf jeden Fall noch ein Messer. Und das müssen wir uns jetzt irgendwo leihen. Ich denke, Biela Zerova, die hat doch bestimmt jetzt nicht die besten Nahkampffertigkeiten, ne? Die hat gar keine, glaube ich. Hier noch 0. Dann nehmen wir ihr das Messer mal weg. Das macht bei
dir hier keinen Sinn, sondern eher bei ihm. Natürlich sind die wieder alle zu weit weg voneinander. Machen wir das mal so. Geben ihm das hier. Dann kann er das Messer nämlich hier benutzen. Tja, und ansonsten... Was hat er denn überhaupt für eine Waffe hier? Was ist das? Eine TT. Also eine Tokarev-Pistole, ne? 7,62 mm, 10 bis 20 Schaden. Halbautomatische Pistole ab 34 zum Einsatz gekommen. Eine Waffe mittlerer Güte. Naja. Ich denke mal, dann gehen wir hier schon mal auf die Geschichte. Ja, hier könnte man zum Beispiel schon mal eine Fertigkeit zum Einsatz bringen. Also sie hat hier diese Revolver-Geschichte dreimal. Ja, naja, stimmt ja. Er kann jetzt hier... Menschliches Schutzschild kann er immer einsetzen. Nee, bitte nicht. Bleib mal da. Stell dich mal hier an die Hauswand erstmal. Aber hier könnten wir eventuell 4 auf einen Streich umnieten. Hier können wir das auch mit der MP machen. Aber das kostet natürlich mehr Munition. Von daher würde ich immer zuerst eigentlich ihre Fähigkeit nehmen. Und seine ist jetzt bei so einer Gruppe eigentlich weniger erforderlich. Ich glaube, wir machen das mal. Krass. Das hat funktioniert. Das haben wir jetzt nur noch zweimal, aber es hat zumindest diese Situation sehr schnell gelöst. Wir nehmen mal hier ein bisschen was mit, was hier liegen gelassen wurde, aber es ist gar nicht so viel. So, der Hund ist abgehauen. Keiner hat was mitbekommen, zum Glück. Aber das waren ja nur die Vorposten hier. Mehr war das hier noch nicht. Was befindet sich hier in dem Raum? Na, natürlich Dinge, die wir stehlen könnten. Senkt die Moral des Trupps. Habe ich jetzt ja bisher irgendwie noch so gar nicht gemacht, aber auch deswegen nicht, weil wir eigentlich nie Probleme mit Nahrung und so weiter hatten. So, ich lade mal die Pistole nach. 4 Schuss, das ist ja recht günstig gewesen, sage ich mal. Von den Kosten her. Ja, wie wir das jetzt hier machen. Also das wird eine heiße Angelegenheit, gehe ich mal von aus. Situation unter Kontrolle. Das wird nicht leicht, liebe Leute. Сохранять хладнокровие. Da drüben sehen wir schon Wehrmachtssoldaten. Ich lasse die Leute erstmal hier hinter das Haus stellen und speichere einmal, dass ich hier keine Probleme kriege. Und ich würde sagen, wir versuchen erstmal mit unseren beiden Messerexperten, versuchen wir uns jetzt erstmal hier ganz leise anzuschleichen. Vielleicht kriegen wir sogar einzelne Leute irgendwie rausgeholt. Wobei er hier weniger Nahkampffertigkeit hat als Sorin, der dann noch erfahrener ist. Mal sehen, ob wir da was hinbekommen können eventuell. Hier steht jemand. Den könnte man sicherlich irgendwie weglocken und dann aus dem Busch heraus töten. Das finde ich eigentlich schon mal eine ganz interessante Möglichkeit. Lass uns mal hier hingehen. Hier drüben scheint auch erstmal nichts zu sein. Haben 4 Steine, dann lass uns doch mal gucken, ob wir den nicht irgendwie großes Risiko, was ich jetzt eingegangen bin. Das hätte auch schief gehen können. Schnell raus mit den Leuten hier. Es sind gar nicht so viele, wie es mir aussieht. Ich bringe ihn mal hier in diesen Haufen, in diesen Heuhaufen rein. Es ist auch eine sehr kleine Karte, ne? Also hier gibt es gar nicht so viel Raum und auch gar nicht so viele Gegner. Es scheint eine sehr kurze Mission zu sein. Aber ich fürchte, dass wir das nicht mehr heute schaffen werden. Immerhin, ein Gegner ist schon mal weg. Das ist schon mal gut. Man müsste jetzt natürlich gucken. Ja, hier den Gegner kriege ich nicht. Da sind die hier... haben ihn in Sicht. Also die drei, da müssten wir vielleicht mit der MP-Fähigkeit von Fittisoft reingehen. Die
Die Frage ist, ob man bei den beiden hier noch was schafft. Das wäre jetzt spannend, das mal zu erfahren. Ob wir da eine Möglichkeit hätten. Also umbringen könnten wir ihn. Die Frage ist, ob das zeitlich mit dieser Patrouillenwache hier drüben hinhaut. Oder mit ihr hier, mit dem hier. Das müssen wir dann wirklich nochmal schauen, ne? Der hat ihn aber auch leider fast in Sichtweite. Das ist blöd. Immerhin, ihm tun die Kinder leid. Na toll. Das ist ja wunderbar, dass dir die Kinder leid tun. Hier drüben ist auch noch jemand. Ja, man könnte natürlich gucken, ob man eventuell hier hinter vorbeischleicht und den erstmal mitnimmt hier, ne? Der ist nämlich, glaube ich, abseits von allen Sichtbarkeiten. Die könnte man sogar direkt aus dem Busch dann heraus wahrscheinlich töten. Сохранять хладнокровие. Ich probiere das mal, ob das geht. Ich habe nicht gespeichert. Das war knapp, weil ich direkt hinter ihm hergelaufen bin, aber jetzt nicht gemerkt. Okay, speichern. Gut. Hier oben ist auch noch jemand. Moment, jetzt habe ich irgendwas gemacht hier. Genau. Da lief noch einer lang. Hier oben an der Veranda der Kirche. Also müssen wir auf den gleich auch noch aufpassen, wenn es um ihn hier geht. Ja, genau. Der hat den nämlich gleich im Blick. Das heißt, so einfach ist das gar nicht. Ich höre etwas. Dark. Aber er kann ihn hier nicht sehen. Schmeiß ich ihn jetzt mal hier in den Busch rein. Alles klar. Gut, zwei Leute ausgeschaltet. Immerhin, das sind ja hier mit MP bewaffnete Soldaten, die hier wirklich einiges sonst schaffen könnten. Man könnte hier natürlich diese Schutzschildfertigkeit einsetzen. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher, ob das so klug ist, denn das reicht ja nicht ewig. Also klar, kann der die Schüsse für uns abfangen, wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, das ist auch ein bisschen Mythos. Also bei Pistolenmunition bin ich mir nicht so ganz sicher, ob da ein Körper zum Stoppen direkt aufhält. Wahrscheinlich ja, aber sobald ein Gewehrschuss kommt, geht der auf jeden Fall durch beide durch. Also naja, da muss man schon sehr genau wissen, was man tut. Und es ist nicht ohne Gefahr. Ja, was machen wir jetzt hier? Kriegen wir den mit der Schnellfertigkeit? Aber das macht auch keinen Sinn. Man könnte schon gucken, ob man den irgendwie so rausnippeln kann. Aber ich würde fast schon sagen, dass das eher eine Sache für ihn hier ist. Für Sorin und sein Wurfmesser. Denn das kann er sich ja immer wiederholen. Und ich glaube, das wäre die erfolgsversprechendere Variante. Dann kriegen wir den auch noch weg. Hoffentlich. Und dann haben wir hier nur noch so 3, 4, 5 Leute. Hier oben der eine, der wird auch noch interessant. Den sollten wir... Ja, ich weiß gar nicht, kriegt man den überhaupt? Das ist jetzt schwierig, weil wir da gar nicht drankommen an den, weil der hier nur auf der Veranda spaziert und der ist immer in Sichtweite von denen. Das wird schwer. Mal gucken, ob wir da was hinkriegen. So, der wird... Ja, ich speichere nochmal. Wir warten jetzt erstmal, bis der wiedergekommen ist. Aber das wird wirklich schwer. Die so weit auszuschalten. Ja, dann... Also, wenn ich das übrigens richtig verstanden habe, dann war das doch noch ein anderer Angriff, wo dieser komische Kommissar dran beteiligt war, der Nikitin. Der hier den Gestapo-Mann auf den Plan gerufen hat. Übrigens, die beiden könnte man echt gut auch mit einer Fertigkeit ausschalten, aber wie gesagt, ich glaube, das ist... Lavica. So, mal gucken, ob wir schnell genug sind. Nein, sind wir nicht, weil wir direkt im Kegel stehen. Gut, laden. Das war's nicht. Ja, so funktioniert es dann leider doch nicht.
Das muss ich mir nochmal überlegen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, liebe Leute. Denn wir sind jetzt hier schon bei 25 Minuten. Das reicht für die Folge. Und damit leider auch schon wieder für diese Staffel. Aber in 2 Wochen geht es ja weiter. Und dann überlege ich mir mal, wie wir diese Situation hier entschärft bekommen, um die Städter zu retten. Das will nämlich wirklich gut überlegt sein. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was euch am Spiel und am Let's Play gefällt. Und natürlich auch, was euch vielleicht nicht gefällt. Denn Kritik, konstruktive Kritik, die ist auch immer wichtig. Gut, das war's erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.